Hallo, Bist du jetzt wer zufrieden? spricht denn da? Macht dich das jetzt irgendwie glücklich? Björn, bist du das? Ich bin vor allem jetzt derjenige, der Castlevania The Adventure jetzt wieder beruhigen muss. Hast du ganz toll gemacht. Was? Castlevania The Adventure liegt gerade weinend in der Ecke, weil du so gemein warst. Ja, was heißt hier denn gemein? Das Spiel ist nun mal schlecht. Ach komm, da gibt's viel Schlimmeres, wie zum Beispiel Bubsy oder Rise of the Robots oder zum Ja, Beispiel. ist ja schon gut. Du hast echt keine Ahnung, wie. Der hat gesagt, ich wäre Hitlers Nein, komm, hat er doch nicht so gemeint. Du kannst dir jetzt ruhig mal ausdenken, wie du das wieder gut machen willst. Nee, wieso? Du könntest zum Beispiel ein faires Review zu diesen Spielen machen. Nee, wieso? Und den zweiten Teil reviewst du auch gleich mit. Der ist sowieso 99 Mal besser. Nee, wieso? Hallo, habe ich gesagt, dass ich das Review mache? Hört mir hier eigentlich irgendjemand zu? Ich mach das scheiß Review nicht. Boah, ist ja gut. Aber nur den ersten Teil. Manchmal hasse ich euch. Castlevania The Adventure für den Game Boy. Ja, ich hab's ziemlich mies behandelt. Ist es wirklich so schlecht, dass man es mit Hitlers Exkrementen gleichsetzen muss? Nein. Gibt es nicht Spiele, die deutlich schlechter sind? Auf jeden Fall. Ist es trotzdem ein schlechtes Spiel? Definitiv. Aber mal langsam und von vorne. Zunächst muss ich mal eine Lanze für die Musik brechen. Die ist sogar relativ gut. Eigentlich sogar super. Just in diesem Moment dudelt sie auch schon munter im Hintergrund. Auch die Grafik ist eigentlich in Ordnung. Nichts Herausragendes, aber hier akzeptiere ich das Argument, dass der Game Boy 1989, als das Spiel erschien, noch in den Kinderschuhen steckte. Insgesamt erkennt man gut, was auf dem Bildschirm passiert, kriegt sogar mit, dass man sich gerade auf einem Friedhof, einer Wiese oder in einer Burg befindet. Das geht durchaus in Ordnung. Unter den zahlreichen Schwächen des Spiels will ich deshalb zwei ganz besonders ansprechen. Einmal das Leveldesign und auf der anderen Seite das Gameplay. Das Leveldesign leidet anfangs vor allem unter den extrem linearen, schmucklosen und wenig abwechslungsreichen Levels. Doch seht selbst. Willkommen zurück zu unserer Live-Übertragung. Christopher Belmont läuft den Weg entlang. Ein Gegner fällt vom Himmel, wächst aus dem Boden und er hat ihn erwischt. Der nächste Gegner wächst aus dem Boden. Zack, erledigt. Jetzt sehen wir hier, dass ein Gegner direkt von links naht, der auch keine große Herausforderung sein sollte. Der nächste greift aber mit dem Helikopter an. Ach nee, er wächst aus dem Boden. Zack, Kinder, ist das spannend heute. Und so geht das die ganze Zeit weiter. Später folgen Passagen wie diese mit dem rollenden Auge. Während auch ich schon mit den Augen rolle. Jedenfalls ist das eine so tolle Passage, dass man diese nach erfolgreichem Bestehen direkt nochmal spielen darf. Und das, liebe Damen und Herren, war die sinnloseste Wiederholung, die jemals in einem Videospiel durchgeführt wurde. Dankeschön, danke. Vielen Dank, hey, super gemacht. Ja, vielen Dank, hast du Spitze gemacht. Dankeschön. Danke. Auf der anderen Seite folgen später Levels, die so labyrinthartig verzweigte Gänge haben, dass man komplett durcheinander kommt und sich total verfranst. Angenehme Kontraste? Von wegen. Ihr seht, das Leveldesign ist uninspiriert mau und nicht mehr als reiner Selbstzweck. Es erzeugt Schwierigkeit und Spielzeit, aber weder macht es Spaß, noch hat es irgendwas zu bieten, was Freude am Spielen erzeugt. Es wurden einfach nur Level generiert, weil man diese in einem Spiel schließlich braucht. Man hätte was aus dem Setting machen können, das Potenzial wurde aber wirklich null ausgeschöpft. Aber der viel größere Kritikpunkt ist das Gameplay. Der Vergleich mit Kameldurchfall kommt von Herzen. Es ist tatsächlich flüssig, am Ende des Tages aber trotzdem nur Scheiße. Der Protagonist Christopher Belmont steuert sich unheimlich träge und klobig. Man hat nie das Gefühl, ein schnelles, actiongeladenes Jump'n'Run zu spielen. Es fühlt sich mehr an wie ein Spaziergangssimulator. Das wäre kein Problem, dann muss es aber irgendwas geben, was es kompensiert. Ein ausgeklügeltes Kampfsystem, gutes Sprungverhalten, plattformartig angelegte Level. Aber wo ist der Spaß daran, einen trägen, müden Onkel durch langweilige Level spazieren zu lassen? Auch die Sprünge wirken super träge, was gerade in einigen der hakeligen Sprungpassagen viel Frust verursacht. Doch seht selbst. Okay, so schwer kann das nicht sein. Noch ein Sprung. Ach, verdammt. Gleich nochmal springen, springen, springen. Verdammt. Ich hab den ganzen Tag Zeit. Los, Junge, du schaffst das. Spring, spring, spring. Nochmal
zurück auf Start. Springen, 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 springen. Oh, Jubel! Und auch diese Passage belohnt uns für das erfolgreiche Bestehen, indem wir sie direkt nochmal machen dürfen. Ja, ist ja wie Weihnachten hier. Die Bosskämpfe sind relativ eintönig, doch sobald man einen Fehler macht, kann das hier passieren. Man fällt in den Gegner und die Zeit, in der man nach einem Treffer unverwundbar ist, reicht nicht aus, um aus dem Gegner rauszulaufen. Bis man es dann geschafft hat, hat man so viel Energie verloren, dass man eh schon im Arsch ist. Weil ein Spiel ja auch so schön ist, wenn es den Spieler unnötig frustriert. Boah, Alter, du musst ganz schnell vorbeikommen. Ja, komm mal. Ja, komm ganz schnell vorbei. Was ist los, Alter? Ich hab... Boah. Ja, Alter, was ich los? Ich hab's geschafft, bei Castlevania The Adventure zu verrecken, Alter. Hast du nicht, Alter? Doch. Doch. Alter. 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 Mein wesentlicher, zentraler Kritikpunkt, den ich immer wieder auch bei aktuellen Spielen anbringe, ist der folgende. Ein Spiel, welches präzise Steuerung und perfektes Timing verlangt, muss präzise Steuerung liefern und perfektes Timing erlauben. Es passiert oft genug, dass ein Spiel sehr unsaubere Kontrollen liefert, aber eine super präzise Steuerung durch den Spieler verlangt. Das geht nicht. Es erzeugt Frust und lässt dem Spieler regelmäßig die Kinnlade runterklappen. So etwas kann ein Spiel irrsinnig schlecht machen. Bei Castlevania The Adventure ist das ganz extrem der Fall. Ja, ich weiß, das Spiel war eines der ersten Gameboy-Spiele, das ist aber definitiv keine Ausrede. Super Mario Land ist auch alt, da ist die Steuerung flüssig. Mega Man hat's auch hinbekommen. Siehe Metroid 2. Es wäre definitiv schon damals möglich gewesen, ein halbwegs beherrschbares Spiel zu machen. Fazit: Auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich dem Spiel gerade mal eine 2 geben, was ganz knapp am Prädikat unspielbar vorbeischrammt. Vielen Dank, dass... Was ist denn jetzt los? Hallo? Dennis, hey, du, ich habe gehört, dass du ein Review zu Castlevania The Adventure 2 machen willst. Ja, so. Mega, mega cool, weil es wird Zeit, dass endlich mal jemand ein ordentliches Review dazu macht. Ich review es aber nicht. Also es haben ja so ein paar Leute gesagt, ne, der Dennis, der macht das bestimmt nicht, weil der mag Castlevania überhaupt nicht. Der ich review das Spiel gemacht, aber... Warum würdest du so blöd sein, dieses Meisterwerk von deinem Spiel nicht mögen? Sag mal, hörst du mir eigentlich zu? Jedenfalls finde ich es mega, mega cool, dass du da ein Review zu machst und... Ja, ich hab doch schon gesagt, das ist cool. Es reicht es nicht? Ich mach das Review nicht. Basta. Okay, also ich würde einfach mal sagen, beeil dich damit, denn ich freue mich da ganz, 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 ganz doll drüber. Und guck mal da, siehst du diesen Splash-Screen? Den habe ich extra für dich bestellt. Danke. Okay, zweiter Teil. Zuerst fällt mir auf, es sieht genau gleich aus wie der erste Teil und ist genauso lahm. Dann schaue ich das zweite Mal hin. Moment, es ist tatsächlich sehr viel liebevoller gestaltet und die Steuerung, die ist richtig gut. Der Charakter steuert sich noch immer ziemlich dröge, aber die Reaktion ist viel weicher und sensibler. Außerdem sind die Sprungeinlagen deutlich angepasster und der ganze Crew struckelt auch nicht mehr so heftig wie davor. Der zweite Teil trägt übrigens den Beinamen Belmont's Revenge. Wieder geht es darum, dass Christopher Belmont mit Peitsche bewaffnet Dracula an den Kragen will, um seinen Sohn aus dessen Fängen zu befreien. Bevor das aber klappt, muss man zunächst 4 Schlösser bestreiten, die sehr unterschiedlich in Sachen Gestaltung und Gegner sind. Jedes Schloss wird mit einem Endgegner abgeschlossen. Neben der verbesserten Steuerung fällt außerdem das bessere Leveldesign auf. Stringenter, kreativer, abwechslungsreicher. Die Musik ist wie schon im ersten Teil echt Bombe. In diesem Spiel verfügt Belmont auch über eine Zweitwaffe, wahlweise Weihwasser oder eine Axt. Diese Waffen verbrauchen Herzen, die man aber zahlreich findet. Was man wiederum nicht findet, ist eine Möglichkeit, Energie aufzutanken. Leute, es ist echt frustrierend, wenn man es endlich zum Endgegner schafft und dann scheitert, weil man einfach keine Energie mehr hatte. Sehr, sehr schade. Das zieht den Gesamteindruck total runter, weil es den Schwierigkeitsgrad eben auch wieder künstlich erhöht. Weiterhin gibt es einige Gegner, die man beim besten Willen nicht richtig besiegen kann, da ihre Bewegungsbahn eine präzisere Steuerung benötigen würden. Ich sage nur, Fledermäuse und Frösche. Drecksviecher. Belmont's Revenge macht viele Fehler des ersten Teiles wett, macht dabei aber auch den ein oder anderen neuen Fehler. Die Steuerung dürfte für meinen Geschmack noch ein Ticken ausgereifter sein. Es wäre deutlich weniger frustrierend, wenn man zumindest ab und zu neue Energie finden könnte. Nichtsdestotrotz ist es ein gutes Jump'n'Run, kein überragendes und besonders wegweisendes, aber es macht Spaß, motiviert den Spieler und bietet gute, grundsolide Unterhaltung. Auf einer Skala bis 10 wäre ich hier schon zwischen einer 6 oder einer 7. Also ist es immerhin eine Steigerung zum ersten Teil. Danke, dass ihr... Nicht schon wieder. Hallo? Lass mich raten. Es gibt noch einen Teil von Castlevania für den Game Boy.
Viel Spaß. Vielen Dank. Okay, ja, es gibt noch einen dritten Teil. Verdammt noch eins! Auch hierzu noch ein paar schöne, kurze, warme Worte. Das Spiel erschien 1997, also fast in den letzten Tagen des alten Gameboy. Hier habe ich dann doch einige Erwartungen dran. Man spielt Sonja Belmont. Das Ganze spielt auch vor den ersten beiden Teilen und soll erklären, wie es zum Streit zwischen Dracula und den Belmonts kam. Die Story kriegt man im Spiel aber nicht mit, insofern zählt sie nicht. Dass wir eine Frau spielen, macht mir aber Hoffnungen. Darauf, dass wir flexible Frauenbeine in Aktion sehen. Artistische Dehnungen betonen die weiblichen Rundungen. Nein, sie ist genauso lahm wie der andere Typ auch. I am disappointed! Man darf auch kein Level mehr anwählen, sondern man beginnt linear am Beginn und endet am Ende. Alles klar? Hier haben wir wieder die schöne Struktur Level, Gegner, Springen, Endgegner, nächstes Level. Schade ist erstmal, dass es kaum Verbesserungen zum zweiten Teil gibt. Man bekommt hier zumindest zwischendurch die faire Möglichkeit, Energie zu tanken und durch unendliche Continues wird man auch nicht einfach wieder an den Anfang geworfen. Die Steuerung erfährt kleinere Verbesserungen. Sprungeinlagen sind fair. Das Leveldesign wirkt relativ eintönig verglichen mit Teil 2. Und nach wie vor frage ich mich, was die Zombie-Höhlenfalle soll. Positiv zu erwähnen ist wieder mal die Musik, der einzige klar positive Punkt der gesamten Serie. Ich kann ansonsten nicht sagen, dass das Spiel schlechter wäre als der zweite Teil, aber es ist auch nicht besser, nicht mal viel anders. Dafür, dass doch einige Jahre zwischen den Spielen lagen, hätte ich einfach mehr erwartet. Etwas mehr Pfiff, coolere Ideen, Käsekuchen, mehr Motivation, ach was weiß ich. Also sind wir mal fair, der dritte Teil ist echt kein Meilenstein, er ist nett, wäre aber nicht nötig gewesen. In der Zeit, in der das Spiel erschienen ist, wäre mehr Potenzial dahinter gewesen. Zusammenfassend sage ich zur Gameboy-Trilogie von Castlevania nur, sehr gute Musik, ansonsten vom ersten Teil Finger weglassen, die anderen beiden sind ganz gute Unterhaltung. Wer sich aber auf YouTube einfach nur die Soundtracks von den drei Spielen reinzieht, der hat das Beste der Reihe schon erlebt. Und wenn es jetzt für den Gameboy noch einen vierten Teil von Castlevania gibt, dann kann er mich, Achtung, mal kruzifixweise. Wie doof. Tschüss!